Hier bin ich wieder. Erfolgsfaktor numero due, ja, also Erfolgsfaktor numero zwei. Und das ist das Kampagnendesign, das richtige Kampagnendesign. Und hier einfach mal die ganze Komplexität beiseite geschoben, ja. Nur ein Punkt herausgepickt, der extremst wichtig ist, wo ich eigentlich ganz selten sehe, ja, dass der konsequent durchgezogen wird. Und wir reden ja hier über die Erfolgsfaktoren von Neukundenakquise per Telefon. Ja, hier. Und es geht hier ums Telefonieren, aber ja, bei der Konzeption, ja, in der Konzeptionsphase, bei dem Kampagnendesign, ja, wird eben manchmal sehr konsequent diese Telefon-Marketing-Kampagne designt, sprich, welche Adressen, was ist meine Zielgruppe, wie schnell will ich welche Ziele erreichen, wie viel Zeit muss ich mit einrechnen, wie viele Stunden etc. Dann vielleicht noch in Kombination mit einer E-Mailing-Kampagne, ja, also es wird zwar häufig E-Mail mit reingeflechtet in das Kampagnendesign, aber keine E-Mail-Kampagne. Ja? Das sind dann schon wieder getrennte Dinge. Hier fängt es nämlich schon an. Ja? Und dieser eine wichtige Faktor, den ich ganz selten oder fast nie sehe, das ist die Verschmelzung, ja, von Sales und Marketing. Und das sind immer noch in den meisten Unternehmen, ja, zwei völlig getrennte Abteilungen, die so gut wie nie miteinander zusammenarbeiten, wenn es um Design und Konzeption von Kampagnen geht. Die reden natürlich miteinander, aber immer nur, wenn es darum geht, ja, irgendwelche Leads oder Termine hin und her zu schieben, aber nie wirklich von der Peak auf, ja, von Grund auf in der Designphase. Ja. Und was heißt das ganz konkret? Das heißt ganz konkret, dass es ja ganz viele verschiedene Marketingkanäle gibt. Ja. Es gibt Offline, Online, es gibt E-Mail, hatten wir schon erwähnt, AdWords, Facebook-Ads, ja, das ist also, wird langsam der größte Konkurrent zu AdWords. Funktioniert aber wieder ein bisschen anders, weil es ja meistens beim Social Media Manager hängt, die Aufgabe. Ja. Da gibt es dann teilweise eine extra Abteilung sogar dafür, nur für Social Media. Ja. Die reden dann wieder nicht mit den AdWords-Abteilungen und die AdWords-Abteilungen, die reden dann wieder nicht mit den SEO, also den organischen Such-Ranking-Abteilungen. Und ich habe das jahrelang immer wieder auch in Agenturen sogar, also selbst in spezialisierten Online-Marketing-Agenturen habe ich gesehen, ja, da gibt es einen Tisch mit 5-6 Spezialisten für AdWords, da gibt es einen Tisch mit 5-6 Spezialisten für SEO, also organisches Ranking, und ich rede hier von Top-Uni-Agenturen in England, in London, überall wo ich war, New York. Und dann gibt es einen Tisch wieder für optimales E-Mail-Marketing oder sogar eine ganz andere Agentur wird beauftragt. Ja? Und die andere Agentur, die E-Mail-Marketing-Agentur, Spezialisten, reden ja nicht mit der AdWords und der SEO-Agentur. Ja? Und der Affiliate-Marketing-Tisch ist dann wieder ein extra Tisch. Ja? Und die reden auch nicht immer und konzipieren nicht gemeinsam Kampagnen und so weiter und so fort. Ja? Und jetzt habe ich schon mal 3, 4, 5 verschiedene Kanäle aufgezählt und die werden nicht weniger, die werden eher mehr. Ein kleines Stichwort, Internet of Things, ja, Internet der Dinge. Das heißt, da wird es dann vielleicht nochmal extra Abteilungen geben, die sich um das Marketing potenziellen Neukunden kümmert, die Armbanduhren tragen, ja, oder Nike-Shoes oder Adidas-Schuhe, die kommunizieren. Mit dem E-Shop und so weiter, ja. Und das ist einfach, das muss alles eins sein, das muss alles verschmelzen, die müssen alle miteinander reden und kommunizieren. Ja. Hier, da darf es auch keine Hierarchien geben oder Conflict of Interests, ja, das ist ganz entscheidend. Ja. Und wenn man jetzt verschiedene Agenturen beauftragt, dann reden die schon gleich dreimal nicht in der Regel miteinander, ja, weil die kennen sich gar nicht und die sind sich auch gegensätzlich teilweise im Interessenskonflikt. Oder sich einfach, die sind sich einfach vollkommen egal. Ne? Also das ist eine andere Agentur, die macht irgendwie Online-Marketing. Ja, und das ist wieder eine andere Agentur, das ist eine SEO-Agentur. Das interessiert mich auch nicht, was die machen. Die machen Telemarketing, interessiert mich auch nicht, was die machen. Ja?
Und da müssen wir einfach hin. Ja, also es ist, ihr seht schon, ich bin hier leidenschaftlich jetzt in dem Thema mit drin. Ich wollte eigentlich hier nur den Erfolgsfaktor Nummer 2, ja, 2 war das beim zweiten, Kampagnendesign. Ja, also da ist wirklich noch vieles im Argen, also vieles zu optimieren, optimierungswürdig. Sagen wir es mal so, drücken wir es mal so aus. Ja. Der eine oder andere, der jetzt das Video gesehen hat, der mag sich vielleicht denken, ja, was redet der da? Und was für ein Optimist oder Utopist oder was auch immer. Aber ihr werdet sehen, das wird alles miteinander verschmelzen. Und diejenigen, die es ignorieren, die werden halt, naja, die werden sich halt einfach härter tun, ja, ganz einfach. So, das war der Tipp Nummer 2. Und der dritte folgt zugleich. Bis gleich. Tschüss.